schönen guten Morgen aus Kambodscha. Ich bin gestern in Kambodscha angekommen, von Hanoi hergeflogen mit einem Umstieg. Und ich hatte richtig Glück gehabt. Ich habe den Anschlussflug in Ho Chi Minh City ganz knapp gekriegt. Also das war wirklich mega knapp. Die haben mich noch durchgelotst von Vietnam Airlines. Und ja, ich bin jetzt in Phnom Penh angekommen und gucke mir ein bisschen die Stadt an. Und bin hier gerade am Central Market, den will ich mir erstmal angucken. Und später geht es dann weiter. Also morgen reise ich mit dem Bus weiter. Aber das muss ich alles noch planen, das ist alles noch nicht so sicher. Hier gibt es jede Menge Klamottenschuhe und andere Sachen zu kaufen. Auch Schmuck gibt es hier jede Menge. Hier werde ich mal meine erste Nudelsuppe probieren. Sieht ja schon ganz nett aus. So, das war schon die erste Nudelsuppe in Kambodscha, die ich gegessen habe. Und hat auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Pep wie in Nordvietnam. Da ist das die Brühe eher so ein bisschen wie, ja, wie Brühe halt, ne? Nicht so gewürzt. Ja, ich werde jetzt hier raus aus dem Central Market und dann geht schon weiter. Ich gehe zu Fuß zum Wat Nom. Der Tempel ist nur 1,2 Kilometer vom Central Market entfernt. Ja, der Wat Nom Tempel, ich bin gerade angekommen. Ist auf jeden Fall nicht weit vom Billabong Hostel, vielleicht eine Viertelstunde zu Fuß. Ist auf jeden Fall der größte Stuber hier in Phnom Penh. Und ja, ich werde mir den auf jeden Fall gleich mal angucken, den buddhistischen Tempel. Achso, was ich noch sagen wollte, Wat Nom, Eintritt für Ausländer 1 Dollar. Ist auf jeden Fall bezahlbar, ne? Der Tempel ist über die Treppe zugänglich und auf einem 27 Meter hohen Hügel erbaut. Am Eingang brennen Räucherstäbchen. Ich werde erstmal beten. Einheimische bringen hier Opfergaben aus Essen. So sieht der Tempel von hinten aus. Ein freundlicher einheimischer Junge. Jetzt gucke ich mir noch den Rest der Tempelanlage an. Hier macht jemand einen Mittagsschlaf. Ja, Wat Pom. Falls ihr mal in der Hauptstadt seid von Kambodscha, ja, guckt euch das auf jeden Fall an. Also für 1 Dollar lohnt es sich auf jeden Fall. So, ich werde dann erstmal weitergehen und der Tag ist ja noch nicht vorbei, ne? In der Sporthalle spielen die Kambodschaner Volleyball.
Ich spaziere gerade im Riverside Park am Fluss des Tonle Sap. Probier mal kurz eins der vielen Sportgeräte aus, die im Park sind. Nicht weit entfernt befindet sich schon die nächste Tempelanlage. Der Eintritt ist sogar kostenlos in die Wat Ona Lom Monastery. Hier sieht man eine riesige Glocke und einen riesen Gong. Ich werde gleich nochmal eine Runde beten gehen, vielleicht bringt mir das Glück. So, moin, ich bin jetzt beim nächsten Tempel angekommen. Und zwar die Ona Lom Pagode. Und ja, was ich so geil finde, ist, wenn man hier reinkommt, wird man gleich abgefangen von irgendwelchen Tuk-Tuk-Fahrern, die einem dann erzählen, dass dieser Tempel hier geschlossen wäre. Und dann bieten die einem gleich eine andere Tour an. Und also da darf man auf jeden Fall nicht drauf reinfallen, weil das endet dann in einer Kaffeefahrt. Also ich bin hier ohne Eintritt reingekommen und kann mir jetzt auch alles angucken, ohne Probleme. Also man darf nicht alles glauben, was die Leute einem erzählen. Die wollen natürlich auch Geld verdienen hier, die Einheimischen. Und besonders bei so welchen touristischen Plätzen hier wird man häufig abgezockt. Und da muss man wirklich aufpassen. Ach, und eine kleine Sache wollte ich noch erzählen. Das war auch zu geil. Das war, ist passiert in Nordvietnam, wo ich von Hanoi zum Flughafen fahren wollte. Und ich kann auf jeden Fall nur empfehlen, mit Grab zu fahren. Naja, auf jeden Fall, was ist passiert? Ich wollte mir gerade ein Grab-Taxi buchen und da stand der andere Taxifahrer und haben gesagt, ja, ja, gleicher Preis, dies und das für 300.000 Dong. Okay, habe ich gesagt, Grab war jetzt ein bisschen günstiger für 266.000. Ah, gut, nehme ich mal den normalen Taxifahrer. Und was ist passiert, als ich dort angekommen bin am Flughafen? Er hat probiert, einen 200.000 Dong hat er getauscht mit 20.000 und wollte einem noch erzählen, dass ich ihm zu wenig Geld gegeben hätte. Also das ist wirklich eine richtig dreiste Masche gewesen. Also sowas habe ich wirklich noch nie erlebt. Also da kann ich nur empfehlen, wenn ihr ein Taxi fahren wollt oder Tuk-Tuk, nehmt, fahrt nur noch mit Grab hier in Asien. Also, weil anders ist es gar nicht mehr möglich. Da probieren die einem immer abzuzocken. Ne? Ein Junge bot mir getrocknete Maiskörner an, um die Tauben zu füttern. Aber ich lehnte dankend ab. So langsam erreiche ich die große Tempelanlage des Royal Palace. Jede Menge buddhistische Mönche kommen mir entgegen. Ja, wir haben hier gefühlte 35 Grad in Kambodscha, in der Hauptstadt Phnom Penh. Und ich bin gerade noch am Royal Palace angekommen und ich wollte mir das nochmal ansehen, aber Eintritt ist auch so ungefähr 10 Dollar. Und also bei der Hitze habe ich jetzt auch keine Lust mehr nochmal den Royal Palace anzugucken. Deswegen also gehe ich auf jeden Fall erstmal zurück wieder ins Hostel. Die haben nämlich so einen kleinen Swimmingpool dort. Da werde ich mich ein bisschen abkühlen und dann auch erstmal Mittagessen. Ne? Es wird auch höchste Zeit. Auf dem Heimweg sehe ich noch eine tolle Statue. Endlich gibt's was zu essen.